Heute haben wir die 24-Stunden-Challenge, 1 Million Robux auszugeben. Das heißt, ich muss an einem Tag 1 Million Robux ausgeben. Na, dann machen wir das einfach mal. Ich glaube, als erstes werde ich mir richtig coole Autos kaufen. Dazu fahren wir einfach mal mit dem Limousinen-Service zum Autohändler. Ja, hallo Limousinen-Service. Ich möchte bitte, dass mich eine Limo abholt und zum Autohändler fährt. Es wäre gut, wenn sie in 10 Minuten da wäre. Danke. Okay, dann warten wir jetzt einfach mal 10 Minuten auf den Limousinen-Service. Bis dahin überlegen wir uns mal, was wir mit 1 Million Robux alles machen können. Schreib mir einfach mal in die Kommentare, was ich mir von 1 Million Robux kaufen soll. Also ich glaube, ich werde mir erstmal ein paar Autos kaufen und dann noch ein richtig cooles Haus. Vielleicht kaufe ich mir sogar eine richtig coole Villa. In der Villa kann ich dann mit meiner Familie und all meinen Freunden schlafen. Das wäre so cool. Oh, die Limousine ist da. Hallo Herr Fahrer, bitte fahren Sie mich zum Autohändler in Brookhaven. Ich will mir jetzt ein paar coole Autos kaufen. Alles klar, Babo. Ich fahre dich zum Autohändler. Der hat einige richtig coole Autos. Da wirst du auf jeden Fall etwas finden, was so kein anderer hat. Die Autos sind auch richtig teuer. Viel Spaß damit. Okay, Babo, auf geht's. Wir fahren dich jetzt mal zum Autohändler. Der Autohändler von Brookhaven hat, wie gesagt, richtig coole, teure Fahrzeuge. Da wirst du sicherlich das Richtige finden. Wir sind auch schon gleich da. Da vorne ist die Feuerwehr und daneben befindet sich das luxuriöse Autohaus von Brookhaven. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß bei deiner 1 Million Robux Challenge. So, Babo, wir sind da. Babo, wir sind bei dem Autohändler angekommen. Die Fahrt mit der Limousine hat dir 10.000 Robux gekostet. Wir sind ein sehr teures und edles Limousinen-Service. Ach, kein Problem. Ich gebe heute 1 Million Robux aus. Hier, nehmen Sie 15.000 Robux. Die 5.000 Robux sind Trinkgeld für Sie. Machen Sie sich mit Ihrer Frau und den Kindern ein schönes Wochenende. Vielen Dank für die Fahrt. So, ich kaufe mir nun ein richtig cooles Auto. Vielleicht einen auffälligen Sportwagen. So ein Sportwagen, wie da vorne steht. Die gefällt mir richtig gut. Hallo Babo, wie ich sehe, interessierst du dich für unser neues Topmodell. Ist das nicht etwas teuer für dich? Dieses Auto kostet 100.000 Robux. Du bist doch noch Schüler, du kannst dir so ein teures Auto doch gar nicht leisten. Doch, ich mache heute die 1 Million Robux ausgeben Challenge. Ich gebe heute 1 Million Robux aus. Ich möchte mir das Auto kaufen. Bitte machen Sie den Vertrag fertig. Regeln Sie alles Weitere mit meinem Manager. Ach ja, da vorne, dieses Motorrad hier, das möchte ich auch noch haben. Ich fahre jetzt mit dem Auto los. Bis dann. Tschüss. Ich suche mir jetzt ein Haus, was ich kaufen kann. Dazu fahre ich einfach mal hier auf den Straßen von Brookhaven lang und suche mir ein schönes Haus, was ich mir kaufen kann. Ich gucke einfach mal, ob ich hier irgendwo ein Haus finde, was mir richtig gut gefällt. Das erste Haus, was mir richtig gut gefällt, das werde ich dann kaufen. So, dann gucken wir mal, wo wir ein Haus finden. Wo finden wir denn ein Haus, was wir kaufen können? Wo finden wir denn ein Haus? Wow, Leute, habt ihr das Haus gesehen? Das Haus ist ja voll cool. Ich möchte das Haus kaufen. Ich klingel einfach mal und frag, ob die mir das Haus verkaufen möchten. Hallo, ich möchte ihr Haus kaufen. Ich biete ihnen 400.000 Robux. Nehmen sie das Angebot an oder nicht? Für 500.000 Robux kannst du das Haus kaufen, Babo. Cool, dann kaufe ich die Villa für 500.000 Robux. Ich habe jetzt meine eigene Villa in Brookhaven. Ich habe bisher schon 15.000 Robux für den Limo-Shuttle ausgegeben. Dazu noch 100.000 Robux für den Sportwagen und das Motorrad.
Mit der Villa macht das dann insgesamt 615.000 Robux. Ich muss nur noch 385.000 Robux ausgeben, um die 1.000.000 Robux Challenge zu schaffen. Ich gehe jetzt voll die coolen Designerklamotten kaufen. In der Innenstadt werde ich mir voll die coolen Designerklamotten kaufen. So, einmal in das Auto einsteigen und ab auf die Autobahn. So, und jetzt fahren wir hier runter. So, und dann sind wir auch schon gleich bei dem Designerladen. So, wir müssen hier nochmal die Straße geradeaus. So, und nun, so, nun bei der Ampel hier links. Und da vorne neben der Bank, daneben ist der Designershop. So, wir sind jetzt beim Designershop angekommen, Leute. Wir sind beim Designershop angekommen. Ah, ich sehe gerade, die neue Kollektion ist da. Dann werde ich mir mal direkt die gesamte Kollektion kaufen. Hallo, Frau Verkäuferin. Bitte packen Sie mir einmal die gesamte Kollektion ein, bitte. Danke. Aber Bapo, die gesamte Kollektion hat einen Wert von 35.000 Robux. Du weißt doch, wir sind eine Luxusmodemarke. Hier gibt es nichts Günstiges zu kaufen. Wissen deine Eltern, dass du hier so viel Geld ausgibst? Nein, die wissen das nicht. Aber ich mache doch die 1.000.000 Robux ausgeben Challenge. Da muss ich an einem Tag 1.000.000 Robux in Brookhaven ausgeben. Ich habe schon über 600.000 Robux ausgegeben. Naja, wenn du meinst, Bapo, dann mach das 35.000 Robux bitte. Okay, liefern Sie mir das bitte alles nach Hause. Dafür gebe ich Ihnen dann nochmal 5.000 Robux als Trinkgeld. Dann habe ich jetzt schon 655.000 Robux ausgegeben. So, und jetzt fahre ich nach Hause. Vielen Dank für die Lieferung. Mann, die Challenge läuft echt gut. Ich habe schon so viel Robux ausgegeben. Aber einiges an Robux muss ich doch noch ausgeben. Ich weiß gar nicht, wie ich das noch alles machen kann. Ich fahre jetzt erstmal nach Hause. Ich freue mich schon so auf mein Zuhause. Das ist richtig cool. So, hier lang. Oh, Moment mal. Was ist denn da los? Da steht eine Ärztin mit einem Schild und da steht drauf: Hilfe! Hallo, liebe Ärztin, was ist denn hier los? Das Krankenhaus geht pleite, wenn uns nicht jemand 300.000 Robux spendet. Aber wo sollen wir das Geld auftreiben? Und was ist mit den ganzen Patienten? Die müssen doch alle versorgt werden. Wer macht das denn, wenn wir nicht mehr da sind? Das ist so ein Chaos hier. Keine Angst. Ich spende Ihnen die 300.000 Robux. Hier, bitteschön. Ich mache eine Challenge, wo ich 1.000.000 Robux in 24 Stunden ausgeben muss. Da kann ich auch einen Teil davon spenden. Boah, Bapo, vielen Dank für die ganz großzügige Spende. Und nun zum nächsten Thema. Das Krankenhaus in Brookhaven wurde von einem selbstlosen Jungen gerettet. Bapo, ein Schüler aus Brookhaven, hat dem örtlichen Krankenhaus 300.000 Robux gespendet und das Krankenhaus so vor dem Bankrott gerettet. Bapo ist ein wahrer Held. Vielen Dank, Bapo. Für sein Engagement hat Bapo vom Bürgermeister von Brookhaven die Ehrenbürgerschaft von Brookhaven verliehen bekommen. Wow! Cool, jetzt berichtet sogar das Fernsehen über meine Spende. Dabei mache ich doch nur die 1.000.000 Robux Challenge. Als nächstes möchte ich meinen Eltern etwas Gutes tun. Die sind immer für mich da. Mama, Papa, ich habe etwas ganz Besonderes für euch. Ich muss noch 50.000 Robux ausgeben. Da ihr so tolle Eltern seid, möchte ich euch 50.000 Robux schenken. Ihr seid einfach die besten Eltern, die man haben kann. Ihr habt euch das Geld wirklich verdient. Vielen Dank, dass ihr immer so nett zu mir seid. Ach, Bapo, das ist so nett von dir. Vielen Dank für die 50.000 Robux. Genau, Bapo. Vielen Dank, dass du so ein netter Junge bist. Was? Wo bin ich? Och Mann, das war alles nur ein Traum. Ich bin immer noch Bapo und habe immer noch keine 1.000.000 Robux. Na dann muss ich wohl wieder in die Schule gehen. Abonniert den Kanal. Tschüss.